Ein seltsames Schicksal hat euch hierher gebracht. Der Weg, der euch zu mir führte, war gefährlich und leider sind diese Gefahren in diesen dunklen Tagen schon normal. Wenn ihr euch bereit erklären würdet, uns zu helfen, wird dies nicht die letzte eurer Herausforderung gewesen sein. Hoffnung ist nicht vergeblich. Wir kommen in Imladris. Wir sind froh, dass ihr gekommen seid. Ruht euch aus, aber nicht zu tief und nicht zu lang. Wir brauchen Leute, die das Abenteuer nicht scheuen, denn hinter dem Tal ist etwas Böses. Vor 2 Monaten wurde ein Hobbit namens Frodo Beutlin mit seinen Gefährten von Dienern des Feindes bis zur Ruinenfurt verfolgt. Ich spreche von den 9, grausame Kreaturen im Dienste von Sauron. Und obwohl der Bruin sich auf meinen Befehl auf sie stürzte, fanden wir nur 8 ihrer Rosser. Und den Verbleib des letzten Reiters ist nicht bekannt. Boah, Lord Beutlin. Ah, du kommst auf Ideen, Frisches. Meine Söhne sind mit Kundschaftern ausgezogen, die ihnen in Freundschaft verbunden sind, um den fehlenden Reiter zu finden. Ich bitte euch um Eladan in ihren Lager Torenhardt in Bruinschluchten zu sprechen, ihnen bei der Suche zu helfen. Wir müssen herausfinden, wohin dieser Nazgûl geritten ist. Und was noch wichtiger ist, was er vorhat. Achso, das ist jetzt Buch 6. Ja, gut. Buch 6 wollen wir nicht. Hier ist Stube. Hallo. Okay. Wie kann ich mit den Leuten hier nicht mehr? Naja. Ja, finde Bilbo Beutlin, suchen wir gleich. Was wollen die jetzt sein? Gerade auf der Suche nach was anderem. Es kann aber sein, dass ich auch erst die Buffon-Quest weitermachen muss. Wir können im Boden sind die Händler. Stallmeister. Was kann ich für euch tun? Ich glaube, hier war ich einmal. Da! Bingo-Abzeichen. Tauschen. Ich habe viele Sachen auf meinen Reisen gesammelt. Schrift des braunen Eichhörnchens, echt? Ernsthaft? Ein Eichhörnchen? Ach, okay. Ist das hier? Wächter. Theodor. Ein Wächter, der zum Schutz eures Eigentums
angeheuert wurde. Okay. Naja, dann haben wir jetzt ein braunes Eichhörnchen. Ich dachte, wir kriegen jetzt vielleicht so was für einen Wuchs oder so. Nein, wir kriegen so ein braunes Eichhörnchen. Naja, ich kann nicht alles haben. Gibt es da irgendwann auch noch was Cooles bei diesem, bei dem Dingenshändler? Ich kann mir das gerade schon fast gar nicht vorstellen. Gut, ich glaube zwei... Nee, ein Pet war ganz niedlich. Seid gegrüßt. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Schon wieder mit Aragorn im Bruch der Reden gefunden. Hierhin, dorthin. Wie freudet ihr mich? Hört meine Worte. Sprecht mit Glorn im Nebelgebirge. Ja gut, das dauert zwar noch, aber... Ich nehme es dennoch schon mal an. Also ein Bruchteil verlaufe ich mich. Ich komme mir noch nicht klar. Das Ding ist cool. Brücke. So. Und wieder beim Gästezimmer angekommen. Hey, Bruder, Gimli. Warte mal, wie sieht eigentlich Gimli aus? Oh, ganz okay. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Es wechselt sich ab. Es spricht mit Aragorn, spricht mit Elrond, spricht mit Aragorn, spricht mit Elrond. Sprecht mit Eladan. Ja gut. Eladan ist doch... Eladan ist woanders. Nebelgebirge kann ich auf jeden Fall rausnehmen. Weitere Abenteuer. Die Missionsaufgaben lohnen die sich, wenn ich sie später mache? Sind die wichtig? So klein Aaron muss morgen früh zur Arbeit. Deswegen wandere ich jetzt ins Bettchen. Wirk und euch noch ein Bye-bye. Dir auch eine wundervolle gute Nacht. Und ich denke, man schreibt sich ja so die Tage. Vielleicht dann auch Mittwoch. Vielleicht nicht, spreche ich da ja im Stream. Und ja. Dann viel Erfolg morgen. Wobei wir heute auch nicht mehr so lang machen. Damit ich nachher noch das Buch der Taten weitermachen kann. Also wir machen wahrscheinlich jetzt auch noch so eine... Ja... Halbe Stunde? 20 Minuten? Je nachdem.
wie lange das hier im Bruchteil noch dauert. Das schaue ich dann einfach mal. Bilbo Beutlin, der berühmte Abenteurer aus Hobbingen. Sobald wir quasi hier wegkommen, werde ich wahrscheinlich ausmachen. Weil das wäre dann nämlich so ein guter Cut, glaube ich. Seht nur, wer da ist. Bilbo Beutlin, der berühmte Abenteurer aus Hobbingen. Ich habe ihn von der Heimat erzählt. Und der hat mir von seiner Zeit bei den Elben in Bruchteil berichtet. Bingo sieht euch geheimnistuerisch an und flüstert. Es scheint mir ganz normal zu sein. Gar nicht verrückt. Dann fährt er mit normaler Stimme fort. Bilbo hat die wunderbare Idee, mir eine Karte zu zeichnen, damit ich nichts verpasse, wenn ich das Bruchteil erkunde. Das wird ein Spaß. Wie ist das Wertebefinden? Oh nein. Das wird ja schrecklich. Es ist immer schön, jenseits des Auenlandes ein Hobbit zu treffen. Bingo scheint ein interessanter Kerl zu sein. Nein. Und es freut mich, dass er seine Grenzen ausloten möchte. Nein. Einfach nein. Nein. Ich habe eine einfache Karte einiger Sehenswürdigkeiten in Bruchteil gezeichnet. Findet diese Orte, dann habt ihr die wichtigsten Plätze in diesem wunderschönen Tal gesehen. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich euch eine schöne Karte geben. Bei dieser hier war ich etwas in Eile. Brecht am besten gleich auf, bevor Bingo die Lust auf Entdeckung und Abenteuer vergeht. Ich fürchte, bei den meisten Hobbits verschwindet die Wanderlust ebenso schnell, wie sie kommt. Das wäre jetzt aber recht dämlich, wenn er sich jetzt überlegt, oh nö, ich will wieder lieber nach Hause. Weißt du? Durch mehrere Gebiete gehetzt wegen ihm. Der will wieder heim. Ich ahne, dass es noch so kommen wird. Die letzte Quest. Bingo Boffin noch einmal komplett nach Hause. Gehen Sie bitte den ganzen Weg nochmal zurück. Gehen Sie nicht immer los. Ziehen Sie keine 4000 ein. Oder 400. Oder wie viel es auch immer waren. So endet die Bingo Boffin Questreihe. Hoffnung ist nicht vergeblich. Hoffnung ist nicht vergeblich. Hab ich nicht gesagt? Hab ich nicht gesagt? Dann angefangen mit Rede mit Aragorn. Da geht's weiter mit Rede mit Elrond. Rede mit Aragorn? Mit Elrond. Ihr habt doch Langeweile. Geht doch einfach zueinander hin. Da holt ihr so ein Dosentelefon. Sprecht mit Aragorn im Bruchtal. Gut, dass wir reiten können. Müde. Dann einmal hier runter. Bingo Boffin. Boffin. Im sinnvollsten wäre es dann einmal nach da zu gehen. Machen wir da einmal quasi so die Runde. Wäre, glaube ich, am sinnvollsten.
Wer sich das mit Bingo ausgedacht hat, der wollte, dass Leute leiden. Ich weiß nicht. Nee, von hier aus komme ich da nicht hin. Mal auf die andere Seite. Nee, das ist das Ding. Nee, wie komme ich denn da hin? Ach, da. Eine kleine Abzweigung. Das erklärt's natürlich. Aber kurz ein Ditschen und weiter. Und Ditschen und weiter. Jetzt wird's ernst. Und wird es das? Ich bin wieder ganz da. Sehr schön. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch mache. So lange auf jeden Fall nicht mehr. Das hängt jetzt davon ab, wie lange diese Quests hier im Bruchteil dauern. Ob das zählt, wenn ich hier runtergehe. Doch, zählt. Dann kann ich mich danach nämlich offscreen einmal um die Erzwingertaten kümmern. Oder ich gehe einmal ganz kurz zu FF14 rein. Privat. Dann muss ich nämlich auch noch was machen. Eigentlich. Bei Buchhaltung mein Morgen. Fange ich jetzt nicht mehr mit an. Ich weiß auch nicht mal, wie lange Fotos noch machen. Mit dem will ich nämlich auch gleich nochmal ganz kurz quatschen. Weil morgen ist er da nicht da. Morgen ist er weg. Das bin ich allein. Dann will ich dann wieder nochmal ein, zwei Wörtchen mehr mit ihm quatschen als Hallo und Tschüss. Denkst du an eine Stunde noch entfernt? Ja, dann passt das doch. Mal jetzt hier noch ein bisschen die Quest zu Ende. In der Hoffnung, dass sie bald endet. Und dann. Dann noch kurz ein Paket wegbringen. Was wohl für ein Paket? Ein mysteriöses Paket. Wie gesagt, so lange. Wie lange wird's denn hier? Sonst darf Frosch sich nämlich das Genöle über Handy anhören. Nice. War, glaube ich, beim letzten Mal war es, glaube ich, schlimm, wo Frosch weg war. Und da habe ich ein bisschen genervt. Jetzt fürs bisschen. Kann aber auch mal das Mal davor gewesen sein. Hier einmal lang. Aber ist ja diesmal Gott sei Dank nur ein Tag. Beziehungsweise eineinhalb. Bitte lass es bald vorbei sein mit Bingo Boffin. Lass ihn bitte vom Blitz getroffen werden. Wäre so schön. Pass auf, und Aragorn sagt jetzt wieder, jo, geh bitte noch einmal zu Elrond.
Seid gegrüßt. Ah, nee. Seid gegrüßt. Doch mal was anderes. Das geht. Suche Liebe. Ist der hier irgendwo? Dann ist das. Ist auf Tinudia. Ah, okay. Da müsste ich also noch einmal zurück. Ja gut. Das kann ich dann ja tatsächlich auf Stream machen. Das ist nicht story-relevant. Also ist jetzt tatsächlich nur noch Boffin. Nur noch die Boffin-Reihe. Perfekt. Danach ist Schichte. Während Boffin jetzt sich noch 3 Stunden verlabert. Der Rest guckt später mal. Wenigstens ist die Halle des Feuers unten und nicht oben. Diese Karte erinnert mich an etwas. Es hat wirklich Spaß gemacht und bei jedem Halt war ich erneut erstaunt über die Schönheit des Bruchtals. Ich hoffe, wir haben die Elben nicht gestört, die hier leben. Ich habe mich mehrfach beim Gaffen ertappt, musste aufpassen, dass mir die Zunge nicht aus dem Mund fällt. Danke, dass ihr das Kartenlesen übernommen habt. So konnte ich mir alles in Ruhe ansehen und musste nicht ständig auf die Karte schauen. Jetzt, wo ich mir das so ansehe, muss ich sagen, dass es eine sehr schöne Karte ist. Bin gehört auf zu sprechen und nehmt euch die Karte aus der Hand. Moment mal, diese Karte hat etwas sehr Eigenes. Seht ihr, wie der Kartograf hier die Linien benutzt hat, um die Berge einzuzeichnen? Ja, komm. Das kommt mir sehr bekannt vor. Denn die Berge auf meiner Karte sind auf die gleiche Weise gezeichnet. Ihr erinnert euch doch an die Karte, oder? Sie ist der Grund für mein Abenteuer, das vor so langer Zeit begann. Könnte es sein, dass wir den Hobbit gefunden haben, der die Karte aus dem Kochbuch gezeichnet hat? Mysteriös. Wie ist das Wertebefinden? Ah, wollt ihr mir etwa sagen, dass Bingo die Karte von Eriador gefunden hat? Das freut mich zu hören. Bevor ich das Auenland endgültig verließ, hatte ich einige der Orte besucht, an denen ich war, um sie mir noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Ich kann noch immer viel der sonnigen Wege und ruhigen Bänke in meinem geistigen Auge sehen. Aber eine Sache stimmte mich traurig. Die Vermutung, dass keiner der anderen Hobbits, die ich zurückließ, hier die gleichen Freuden bei der Erkundung der Welt spüren würden, wie ich. Ja, bei Frodo war das etwas anderes. Er war schon immer ein abenteuerlustiger Junge. Aber er war die Ausnahme. Also hegte ich einen Plan aus. Ich zeichnete eine Karte der Welt und versteckte sie in einem Kochbuch aus der Bibliothek von Buckelstadt. Ich hoffte, ein neugieriger Hobbit würde sie finden. Einer, der vielleicht nur einen kleinen Stoß in die richtige Richtung brauchte, um sich auf ein großes Abenteuer zu begeben. Und seht, ich hatte recht. Gandalf wäre stolz auf mein Einfallsreichtum. Ich hoffe für Bingo, dass sein Abenteuer ihn nicht zu einem Drachen führen wird, wie es bei mir der Fall war. Dann würde ich mich schuldig fühlen, aber vorerst scheint es für ihn das reinste Vergnügen zu sein. Ich habe so viele Fragen an ihn, sowohl zu seinen Abenteuern als auch zu seinen Schriften. Wie so ein heimlicher Fan. So ein kleiner Fanboy. Ich kann es kaum glauben. Bilbo Beutlin, der große Autor und Abenteurer, ist verantwortlich dafür, dass ich meine große Reise angetreten habe. Ich habe so viele Fragen an ihn, sowohl zu seinen Abenteuern als auch zu seinen Schriften.
Ich frage mich, was Bilbo wohl zu meinem Bericht zu sagen hätte. Nein! Nee, schon wieder dein Bericht. Bitte, tu mir das nicht an. Ich frage mich, was Bilbo zu meinem Bericht über unsere bisherige Reise zu sagen hatte. Oh Gott. Er ist ein Autor und Abenteurer. Seine Meinung würde mich wirklich sehr interessieren. Könnt ihr ihm mein Manuskript bringen? Ihn bitten, es sich durchzulesen? Ich traue mich nicht, ihn zu fragen. Aber wenn ihr ihn bittet, nimmt er sich vielleicht die Zeit, es zu lesen. Er steht direkt vor dir. Er hat alles mit angehört, was du gerade gesagt Seid hast. Seid gegrüßt. Ah, Bingo hat mir schon von seinem Bericht erzählt, dass er über seine Reise schreibt. Das muss es sein. Ich lese ihn gern, wenn er Wert auf meine Meinung legt. Gebt mir einen Moment, damit ich mir das Manuskript in Ruhe ansehen kann. Wird nicht allzu lange dauern. Ich lese es aber natürlich trotzdem gründlich, denn es verdient meine volle Aufmerksamkeit. Schnell, hä? Fehlt hier eigentlich nur so ein Uhrzeiger. Warte bis... 1:45! Schnell! Ich betone nochmal, schnell! Er liest es schnell. Ja. Mano. Wir haben leider im Brutto und nichts weiter zu tun. Doch, ich könnte meine Frisur ändern. Aber möchte ich das? Nö. Möchte ich nicht. Dann warten wir halt die 1 Minute 16, 15, 14, 13, 12, 11. Okay. Und der 10 ist nicht gerade sinnvoll. Angmar, Woche, Region. Ach ja, stimmt, da sind wir ja auch immer ganz kurz. Emote Golf. Der Bart. Hat's auch's Blut. Gott, wir werden in 3 Millionen Jahren noch nicht fertig sein mit dem Spiel. 23 Sekunden. Mein Ettenöden. Okay, das hier ist dann PvP. Geh ich mal von aus. Ettenöden. Angeln. Das einzige Hobby. Angeln. Von... Okay. Bingo ist fertig. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Mhm. Ich habe Bingos Manuskript gelesen und einige Anmerkungen gemacht. Es war schön, wieder vom Auenland zu lesen. Ich muss zugeben, dass mir die Ruhe und der Frieden meiner Heimat manchmal fehlen. Bingos Tee hat mich an sie erinnert. Durchdacht und ruhig. Mir haben auch die Teile gefallen, in denen er beschreibt, wen er auf seiner Reise begegnet ist. Tom Bombadil, die Schatzsuche aus dem Gasthaus und sein Luxgefährte, Willem Wollhaar. Bingo kann sich glücklich schätzen, dass er nur wenige Bedrohungen meistern musste. Ich hoffe, seine Reise bleibt auch weiterhin frei von Gefahren. Frei von Gefahren. War er nur frei, weil wir uns für ihn in die Bresche geschlagen sind. Wir haben ja den Arsch voll gekriegt, Bingo. Der hat bereits ausgenommen hier. Mein Abenteuer war voll mit Trollen, Goblins und Drachen. Und mit sturen Zwergen und Elben. Sagt Bingo, dass mir sein Bericht sehr gut gefallen hat. Und dass ich mich freue, den Rest seiner Geschichte zu lesen, wenn er seine Reise beendet hat. Es hat Bilbo nicht gefallen? Oh nein. Wir müssen etwas tun. Oh nein. Oh Gott, wie treu er ist. Und, was hatte der hochgeschätzte Bilbo zu meinem bisherigen Reisebericht zu sagen? Ihr berichtet Bingo, was Bilbo gesagt hat. Aber je mehr ihr ihm erzählt, desto enttäuschter wird Bingo fast. Er mag die Ruhe und den Frieden des Auenlands. Ich schreibe aber eine Abenteuergeschichte. Ruhig, das soll mein Bericht ganz sicherlich nicht sein. Er hofft, dass der Rest meiner Reise frei von Gefahren ist? Das ist eine Katastrophe. Wir müssen etwas tun. Meine Reise war nicht spannend und der Bericht nicht ausführlich genug. Findet gefährliche Kreaturen im Ormo oder im Riesental und besiegt sie. Und schreibt auf, wie spannend die Kämpfe waren. Was bringt ihm mein Bericht, wie spannend die Kämpfe waren, wenn er sie nicht selbst ausgefochten hat? Ich mag den nicht. Kehrt auch zur Furt von Brühen zurück
und macht euch einige weitere Notizen zu ihr. Ich war so sehr von WW abgelenkt, dass meine Beschreibung bestenfalls oberflächlich war. Ich brauche etwas Hilfe, um die Beschreibung noch auszubauen. Okay. Naja, aber damit haben wir im Bruchtal soweit alles fertig fürs Erste jetzt erstmal so. Ne? Dann geht es nämlich beim nächsten Mal. Und das weiter. Das heißt, wir laufen beim nächsten Mal durch Brühl wieder. Wir müssen nämlich einmal hier hinten hin. Für die Hauptquest. Bin hier einmal. Ich glaube, das wird gar nicht so schlimm. Okay. So. Dann würde ich nämlich sagen. Mal für heute Feierabend. Und ja, ich weiß noch nicht, wann ich mit voranfange. Kann sein, dass es abends ist, es kann aber auch sein, dass es vormittags ist.